Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Wir schicken wieder Karten zum Grading. Es geht nach PSA zu PSA? Zu PSA, oder? Zu PSA. Es geht zu PSA und wir haben eine Geschichte, die vervollständigt wird. Wenn ihr diesen Kanal schon länger abonniert, wisst ihr wahrscheinlich, um welche Karten es sich handelt. Wenn nicht, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr, Returns, aktuelle Videos, weil ich habe keine Ahnung, wann dieses Video hier rauskommen wird, welche Sets da schon angekündigt sind oder nicht, oder was. Ich kenne wahrscheinlich alles noch nicht, weil jetzt ein paar Monate ins Land gehen, bis dieses Video dann wirklich erscheint. Und ja, wir schauen uns jetzt an, welche Karten da sind und ihr lasst ein Abo und Like da. Und wir starten, wie versprochen, die Geschichte und zwar mit Glumanda. Bei uns hieß das Set Generations. Im Japanischen weiß ich tatsächlich ehrlicherweise nicht, wie es hieß. Oder ich habe es vergessen, vielleicht wenn jetzt einer in den Kommentaren schreibt, dass ich so und so sage, ach ja, stimmt, so hieß es im Japanischen. Aber hier haben wir Glumanda, das dem kleinen Trainer die Brille kraut und sich schämisch freut, wenn sie ihre Reise beginnen. Mit einem sehr, sehr schönen Herzfoil. Und ja, diese Karte ist einfach mega cool. Und First Edition, ja, im Japanischen oft noch First Edition. Gutes Centering, ich sehe keinerlei Macken und wüsste deshalb nicht, warum diese Karte keine Top-Bewertung von PSA bekommen sollte. Und meine Einschätzung ist deswegen hier auch eine 10. Ich sage, es soll eine 10 werden und bin sehr gespannt, ob sie es am Ende auch wird. Also Glumanda Nummer 1, Nummer 2 Glutexo. Gleiche Serie wollte ich jetzt schon sagen. Gleiches Set. Das Wort hat mir gefehlt. Auch hier haben wir wieder dieses Herzfoil. Ihr seht, der Trainer ist größer geworden. Glumanda hat sich entwickelt. Beide schreiten voran in ihrer Entwicklung. Und sie lernen zusammen. Geschichte von Pokémon. Man wächst zusammen, man lernt zusammen, man wird stärker. Und ja, auch hier eine sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr guter Zustand. Ein sehr, sehr guter Zustand. Ich sehe keinerlei Mängel. Ich sehe kein Whitening. Ich finde, die Zentrierung ist gut. Also auch hier bei dieser Karte würde ich sagen, alles andere als eine 10 würde mich überraschen. Darum hoffe ich sehr, dass auch Glutexo eine 10 wird. Und zu guter Letzt haben wir eine japanische Karte. Ihr denkt jetzt, ha, Glumanda, Glutexo, Glurak. Nein, falsch. Glurak ist schon da. Glurak ist schon da aus dieser Serie in einer 10 und deswegen hoffe ich halt sehr, dass die anderen beiden auch eine 10 werden, damit sie so gut zusammenpassen. Glurak ist noch ein bisschen besonderes, weil es halt ein anderes Foil hier drüber und ich finde das Foil einfach krank cool. Man kann es auf der Kamera, so kann man es ganz gut erkennen, wenn ich es gerade zeige, aber doch so geht es auch. Ja? Also es sieht sehr, sehr episch und cool aus. Ihr seht, sie sind jetzt erwachsen geworden und halten immer noch zusammen. Die schöne Geschichte, die uns auch der Anime lehrt, egal ob man den Anime mag oder nicht, das ist halt die Feel-Good-Story dahinter. Und ja, die besitze ich in einer 10 und hoffe halt sehr, dass die anderen beiden dazu passen. Deswegen gehen die auch zum Grading. Wertmäßig sind die jetzt nicht die Banger. Die Banger, warum sage ich das so komisch? Die Banger, aber einfach, um die Geschichte vollständig zu haben, hinzustellen, müssen sie einfach zum Grading. Also, Glurak ist es nicht. Es ist eine andere Karte. Und die Karte habt ihr ja auch schon gesehen auf dem Kanal. Ich sag euch, ihr müsst den Kanal abonnieren. Ihr seht geile Karten. Hier eine japanische Centering Top. Kein Whitening. Ich habe keine Kratzer oder ähnliches gesehen. Pikachu Miraidon Koraidon World Championship 2023 Promokarte aus der Box. Die Box haben wir auf dem Kanal zusammen geöffnet und diese Karte ist bei rumgekommen und sie ist einfach episch schön und sie muss bitte eine 10 kriegen. Ich will gar nicht so rumgehen, sie muss eine 10 werden. Solche Karten in einer neuen sind halt leider echt nicht gut, weil die Qualität der Karten eigentlich so hoch ist, dass eine 9 echt nicht gut ist. Ich hoffe sehr, es wird eine 10, es wird eine Karte sein, die sehr, sehr häufig gegradet worden ist. Es ist mir egal, ich möchte sie in einer 10 haben, mir hinten zu meiner Sammlung stellen. Und ja, das darf nur eine 10 werden. Ja, und damit habe ich die Latte ganz schön hochgelegt. 3 Zehen will ich haben. Ich bin gespannt, ob es werden. Ihr werdet es jetzt erfahren. Und ja, für mich dann in ein paar Monaten. Also euch jetzt viel Spaß beim Reveal. Die Karten sind zurück. Wir schauen jetzt rein, was bei rumgekommen ist.
Und ich schnack diesmal gar nicht lange rum, wir schauen gleich drauf. Es ist als erstes das Glumanda. Ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich euch gezeigt, dass ich das Gluhok in der PSA 10 schon hier liegen habe? Vermutlich schon. Vermutlich habe ich es euch gezeigt. Aber hier haben wir Glumanda und ich liebe diese Story mit dem Jungen und dem Glumanda, die zusammen erwachsen werden. Ich habe es eben wahrscheinlich schon lang und breit erzählt, aber ich muss es nochmal erzählen, weil es wirklich cool ist. Und ja, kriegen wir die 10er Reihe voll. Kandidat Nummer 1 ist Glumanda. Glumanda, enttäusch uns nicht, sonst machst du mich genauso traurig wie diesen Jungen mit seiner Brille, die du geklaut hast. Glumanda enttäuscht uns nicht. Die 10 gönnt. Generell mit 3 10, ja, eine relativ heavy Prediction, alles in einer 10 zurückzubekommen. Aber Glumanda enttäuscht auf jeden Fall nicht. Sehr, sehr cool. Damit fehlt nur noch eine Karte für das Quartett, wollte ich gerade sagen. Aber es ist ja gar kein Quartett. Heißt das bei 3 ein Triplett? Für das Trio. Ja, und diese Karte ist wahrscheinlich die nächste. Ja, es ist die nächste. Glutexo. Hier sind sie schon wieder ein bisschen mehr Buddy zusammen. Gönn. Gönn uns die 10. Du entscheidest jetzt. Ich sehe hier nichts, was keine 10 gönnen könnte. Hast Mikrokratzer oder sowas? Kein Brightening. Also gönn uns die 10. Gönn uns die 10, damit wir das Trio komplett haben. Und wir haben eine 9. Warum denn eine 9? Was hat diese Karte, was ich nicht gesehen habe? Mikrokratzer? Wüsste ich wirklich nicht. Hey, du siehst so gut aus. Da mache ich mir jetzt bei meinen anderen Karten, die ich wieder einsende, ja doch Sorgen. Ich habe euch einen kleinen Spoiler gezeigt im letzten oder vorletzten Return. Was ich alles hinschicke. Also die wäre bei dem anderen Grader, wo die Submission davor war, safe eine 10 geworden. Ja, ich muss überlegen, gehe ich das Risiko nochmal ein und schicke sie in Craxy und schicke sie nochmal ein oder versuche ich mir einfach die 10 zu besorgen. Ihr werdet es erfahren. Ja, ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Aber immerhin 10, 9, 10. Nicht 9, 10, 10. Wobei wir auch gehen. Ach, die Glurak ist eine 10. Hier ist es ärgerlich. Ich schau mal, ob ich auf eine 10 upgrade oder ob ich es dabei belasse. Ha, ärgert mich schon ein bisschen. Ist jetzt auch nicht die wertvollste Karte, aber mein innerer Monk sagt, alles in 10. Aber wo es eine 10 viel wichtiger ist, weil da habe ich mich mit dem Einkauf damals aus Japan mit vergessenem Zoll so hart verdaddelt. Bist du auf der Folie oder? Wow. Oh nee. Bist du nicht auf der Folie? Nicht auf der Folie. Das wäre jetzt bitter. Wir gucken sie uns erstmal an. Weil sonst kriege ich es eh durcheinander. Oh shit, ich glaube, das ist nicht auf der Folie. No, voll der Kratzer. Ah, wir gucken gleich nochmal. Noch ruhig bleiben. Ja, aber wie gesagt, diese Karte, ich habe jetzt selber gar nicht nachgeguckt, was die jetzt aktuell in 9 und 10 geht. Ich glaube, in 9 habe ich vor einem Monat das letzte Mal geguckt. Da war es so um die 300, 250 bis 300, glaube ich. Also müsste die 10 zumindest hoffentlich, wenn meine Einkaufskosten decken. Aber ja, schauen wir erstmal, ob es eine 10 geworden ist. Diese wunderschöne Pikachu-Promo aus dem, ja, Deck zur Weltmeisterschaft im Endeffekt. Gefällt mir so gut, weil ihr seht da, das Pikachu und Lunala habe ich auch. Selchie und Samacenter leider nicht, damals nicht dran gekommen. Und ja, darum wäre es cool, wenn das hier eine 10 wird. Und wir schauen, kann Pikachu EX eine 10 sein mit den beiden Legis? Es kann eine 10 sein. Jawohl, sehr, sehr geil. So, jetzt ist nur wichtig, ist die Macke auf in der Folie irgendwie was drin? Ist da was reingekommen? Ich mach's selber kaputt. Nee. Oh, es ist Plastik. Es ist ein Stück Plastik. Wichtig. Sehr gut. Also absolut clean.
Schiene 10. Ohne irgendeine Beschädigung am Case. Und ja, ich muss immer noch sagen, diese Karte mit den Effekten. Wenn japanische Karten nicht aktuell so extrem teuer wären, würde ich, glaube ich, eher noch japanische Sachen wieder aufmachen. Aber ja, sehr, sehr cool. Und damit endet auch dieser Return. 13 Predicted. Eine leider für mich unverständlicherweise nicht in der 10. Ich weiß nicht, ob Mikrokratz da drauf sind oder ähnliches. Die anderen beiden und vor allem die wichtigste letzte in einer 10. Macht mich mega, mega happy. Und jetzt habe ich noch 3 Karten vor mir, die ich jetzt gleich aufnehme. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, bleibt gerne auf dem Kanal dabei. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.